Ja, sein Ton. Stimme ist nicht ganz so gut, tut mir leid, aber ist, glaube ich, nicht so schlimm. Sein Thron wackelt nicht. Ich gehe meinen Weg, der Schorsch ist seinen Weg gegangen. Er hat seine Erfolge eingefahren. Ich versuche meine Erfolge einzufahren. Und um zu ihm aufzuschließen, ja, muss ich noch 4 Jahre warten, weil es sind zwar 3 Goldmedaillen, aber halt, ich muss ja sagen, eine im Team, 2 im Einzel und der Schorsch hat 3 im Einzel geholt. Also wenn man danach geht, habe ich noch 4 Jahre Zeit oder muss ich noch 4 Jahre warten, aber ich mache mein Ding, der Schorsch hat sein Ding gemacht und ich denke mal, wir alle 4 sind ja unglaublich stolz oder froh, dass wir ihn bei uns im Team haben, auf ihn vertrauen können, auf seine Fähigkeiten vertrauen können und ich denke mal, ohne ihn wären wir im Moment nicht dort, wo wir, ja, wo wir sind, wenn man sich das Bild anschaut. Ja, es ist einfach geil, wenn ich das da sehe, wir alle 4 ganz oben im Einzel und im Team. Ja, da fehlen die Worte. Ich bin unglaublich stolz. Nein, es wird natürlich, es gibt Leute, die da sehr, sehr gern drauf schauen. Mich irgendwo mit jemandem zu vergleichen oder mit jemandem mit dem Schorsch zu vergleichen. Ich sage immer, der Schorsch hat seine Fußstapfen hinterlassen. Ich versuche meine zu hinterlassen. Ich gehe meinen Weg und wir werden sehen, was am Ende meiner Karriere dann schlussendlich ja, hinter meinem Namen steht. Ich werde da nicht irgendwie versuchen, irgendwen zu schlagen und irgendwie wie jemand wie irgendwer besser zu sein. Ich versuche einfach mein Ding durchzuziehen und dann werden wir sehen, wo es am Ende hinführt.